Ja, liebe Sportfreunde, die Nacht ist schon angebrochen. Beide Trainer haben sich schnell bereit erklärt, euch noch einige Informationen über ihre Sichtweise zu geben. Ich darf begrüßen den Trainer vom SVZ Lichte, Michi Rösch, und unseren Heimtrainer, Sepp Schudra. Es gebührt dem Gast das erste Wort. Gleich geht das Mikrofon rüber. Michael, deine Sichtweise des Spiels. Ja, Servus erstmal von meiner Seite. Ja, ich bin natürlich richtig glücklich über die drei Punkte, richtig stolz, was die Mannschaft heute geleistet hat. Ich denke, die ersten 20 Minuten im Spiel haben wir uns ein Stück weit schwer getan. Hat Karet, ja, wenn man es so schön sagt, losgelegt wie die Feuerwehr, haben da sehr gute Passqualität gehabt, viele Bälle in die Halbpositionen geschlagen, wo wir uns richtig schwer getan haben, das zu verteidigen. Kurz vor der Halbzeit sind wir dann für mich ein bisschen besser ins Spiel reinkommen. Ich glaube, wir haben jetzt die letzten 5 Spiele verloren, dass da auch ein bisschen, ja, man sich erst wieder das Selbstvertrauen zurückgearbeitet muss. Das haben wir dann geschafft in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann sehr viel vorgenommen, dass wir mit viel Leidenschaft und viel Willen arbeiten. Und ich denke, das ist uns auch am Platz komplett gelungen. Jeder hat sich dann immer voll reingehauen. Und ich denke, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, was dann über 90 Minuten auch verfügt, hat man dann sicher mehr vom Spiel. Und ja, es war ein knappes Spiel. Marit ist ein richtig guter Gegner, das haben wir gewusst. Aber wir sind natürlich jetzt so glücklich, dass wir noch 5 Niederlagen auswärts beim schweren Spiel hier in Marit gewinnen konnten. Danke, Michael. Verständlich deine Euphorie, ganz klar. Auswärts 3 Punkte. Josef, zu Hause verloren. Ja, Kompliment. Gratulation an den Gegner. Ich denke mal, aufgrund der zweiten Halbzeit war es gar nicht so unverdient. Erste Halbzeit haben wir versäumt, aufgrund unserer vielen Ballbesitz im eigenen Spielaufbau, das Tor zu machen. Ich denke mal, da waren 2, 3 sehr, sehr hochkarätige Chancen dabei. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass du eigentlich in der Halbzeit 2-0 führen musst. Aber es ist uns halt nicht gelungen. Ich habe in der Halbzeit umgestellt, weil ich gemerkt habe, wir haben im Zentrum nach hinten einen Mann zu viel und vorne einen Mann zu wenig. Wir wollten dann in der zweiten Halbzeit mit einer offensiveren Marschrichtung, mit dem 4-2-3-1, mehr Druck ausüben. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben vorne die Bälle nicht mehr halten können. Vor allem, denke ich mal, die zweiten Bälle waren dann immer gleich weg und der Gegner hat dann gewissen worden, mehr Luft gekriegt, mehr Freude am Spiel. Das Tor ist meines Erachtens eine Standardsituation, die man verteidigen kann. Da müssen wir noch aufarbeiten. Aber wir gewinnen die Spiele miteinander, wir verlieren die Spiele miteinander. Ich werde die Spieler nicht den Kopf jetzt abreißen. Wir haben heute gegen eine sehr disziplinierte Mannschaft gespielt. Ich habe das vor dem Spiel schon gesagt. Solche Mannschaften sind schwieriger wie Jahn oder wie Fortuna. Die kratzen am Limit und haben dann noch alles ausgepackt und dann eben diese 3 Punkte heute mitgenommen. Danke sehr, Josef. Michael, uns ist es am Anfang so also vorgekommen, wir wählen deine Strategie für die ersten 20 Minuten. Wäre jetzt, lullen wir es ein bisschen Lady an und lassen wir es ausgasen und dann ziehen wir unser Spiel auf. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, lullen wir es ein. Es ist klar, dass wir am Anfang erstmal in der Defensive gut stehen wollten. Wir haben in den letzten Wochen viel zu viele Gegentore bekommen und ja, da wollten wir uns, das ist uns auch gelungen, über die ersten 20, 30 Minuten Selbstvertrauen holen, wollten wir alle diszipliniert gegen den Ball arbeiten, um ja nicht wieder irgendeinem Gegentreffer nachlaufen zu müssen. Und das ist ja, der Plan ist gut aufgegangen heute, weil auch die Offensiven sehr gut mit nach hinten gearbeitet haben. Von dem her, ich denke, es war nicht ein Lullen, es war einfach, dass wir erstmal uns defensiv gut sortieren wollten und ja, dann über schnelle Angriffe nach vorne gehen wollten, wo wir vielleicht 2, 3 Halbchancen gehabt haben. Und in der Halbzeit haben wir dann gemerkt, dass da mehr drin ist und dann wollten wir ein Stück weit offensiver spielen, was uns dann auch gut gelungen ist. Von dem her, ein Lullen würde ich es nicht nennen, eher defensiv gut verteidigen. Danke sehr. Okay, warte. Josef, du hast ja schon gesagt, in der Halbzeit hast du umgestellt, weil du das Gefühl gehabt hast, hinten einer zu viel, vorne einer zu wenig. Wie ihr wisst, ich nehme ein bisschen die Statistik auch zu einer Wege.
wir hatten in der ersten 45 Minuten Chancenplus von 7 zu 2, wobei ich Hochkaräter mindestens 2, wenn nicht 3 gesehen habe. Dann in einer offensiveren Version unserer Mannschaft ist es gerade umgekehrt gewesen. Wir haben ein Verhältnis gehabt von 2 zu 5, wobei 2 Hochkaräter des SV Eno waren und eine, ich würde sagen, Standardhoheit in diesem Bereich. Und wir mussten auch bis zum Schluss, also fast bis zur 86. Minute warten, bis eigentlich unsere 2 Ausgleichsmöglichkeiten noch gekommen sind. Kann man sich sowas erklären, Sepp? Ja, das kann man schon erklären, indem dass man das, was ich gerade vorhin schon angesprochen habe. Wir waren trotz offensiverer Aufstellung einfach in der Vorwärtsbewegung nicht aggressiv genug mit Ball. Und vor allem wollten wir die zweiten Bälle nicht. Das war entscheidend. Trotz Überzahl dann im Offensivbereich wollten wir die zweiten Bälle nicht und die hat sich der Gegner dann geholt und hat uns dann in der Rückwärtsbewegung immer wieder zu Schwierigkeiten gebracht. Und das ist die klare Ansage, was wir in der zweiten Halbzeit verkehrt haben. Ja, danke. Man kann vielleicht auch sagen, die junge Mannschaft kann aus dem heutigen Spiel wieder Lehren ziehen, ne? Was man im Endeffekt von einer Mannschaft, die 90 Minuten diszipliniert gespielt hat und damit den Gast den Sieg beschert hat, im Endeffekt dem kann man das Lob zusprechen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, danke, dass ihr euch hier zur Rede und Antwort gestellt habt, danke den Zuhörern, dass sie sich die Zeit noch genommen haben, ich wünsche euch noch für die restliche Saison alles Gute, es ist noch viel Weg vor uns, noch ist nichts verloren und ich glaube, es war eine sehr faire und eine sehr anständige und auch sehr gute Landesliga-Partie und so ist Fußball das, was wir sehen wollen. Danke sehr.